Mach schon, Johnson, es wird Zeit. Ich kann nicht mehr. Das will ich nicht gehört haben, es geht einfach um zu viel. Lass mich zurück, Kumpel. Du kommst mit, wenn ich dich hinterher schleifen muss. Gleich beginnt das neue Stück vom Hörspielprojekt.de, der Community für Hörspielmacher. Illy, mein Name. Ach, hallo. Du musst die Vertretung für John sein. Genau. Er ist wohl krank geworden, sagte man mir. Auf welchem Schiff warst du vorher? Meine Ausbildung habe ich auf der Stephen Hawking gemacht. Letzten Monat mit Auszeichnung beendet. Dann bist du ja ein Frischling. Du siehst aber älter aus. Sorry, nimm's mir nicht übel. Ich bin immer sehr direkt. Ach, das macht nichts. Ich habe mich ja erst spät entschlossen, Steward zu werden. Hab vorher schon ein paar Jahre als Kellner gejobbt. Ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Liv. Liv Henderson. Freut mich, Paul. Hast du doch schon gesagt. Komm, ich zeig dir alles. Aber zunächst stelle ich dir mal den Commander vor. Captain Williams wird erst später eintreffen, aber Commander Warren ist schon da. Da kannst du dich gleich umziehen. Gegenüber ist die Küche und die Vorratskammer. François brutzelt dort. Bis sie nachher kennenlernen. Ich bin ja schon etwas aufgeregt. Weil wir die Präsidentin der Westlichen Union befördern werden? Mach dir keine Sorgen. Präsidentin Aubrey Bodenheim ist eine sehr sympathische und umgängliche Frau. Ich hatte schon mal das Vergnügen. Mr. Davis sagte, der Flug bis nach Prendamish würde nur etwa 20 Stunden dauern? Genau. Unser Schiff ist mit einem Faltembryom-System ausgestattet. Hat irgendwas mit Raumkrümmung zu tun. Aber das kann dir besser die Frau erklären, die ich dir jetzt vorstellen werde. Die Brücke. Unser erster Offizier, Commander Kirsten Warner. Ah, Sie müssen der neue Steward sein. Willkommen an Bord der Abraham Lincoln. Die Zukunftschronik. Bisher wurden sie noch nicht niedergeschrieben. Aber wir alle nähren diese Zeit. Heute, hier und an anderen Orten. Die Zukunft kann beginnen. Die Präsidentin Aubrey Bodenheim war tatsächlich eine rundum sympathische Frau. Zusammen mit einer Assistentin, 6 Personenschützern und einem ganzen Tross an Journalisten war sie überpünktlich an Bord erschienen. Den Captain allerdings hatte Paul nur kurz zu Gesicht bekommen. Der grauhaarige, hagere Mann zeigte auch kaum Interesse an seinem neuen Besatzungsmitglied und war schnell auf der Brücke verschwunden. Der Arbeitstag erwies sich als hektisch. Doch Liv war die Ruhe selbst und behielt stets den Überblick. Ihre Fröhlichkeit steckte förmlich an,
Und so vergingen die Stunden wie im Flug. Können Sie mir noch bitte einen Kaffee bringen? Gerne. Vielen Dank. Rachel, gehen wir noch einmal das Begrüßungszeremoniell auf Prendermesh durch. Ich glaube, das brauchen wir nicht mehr. Doch. Es soll schließlich alles perfekt werden. Es hat Jahre gedauert, bis wir das Vertrauen zu Regent Voris Ghul aufbauen konnten. Das will ich nicht durch einen Fehler gefährden. Wenn Sie meinen... Ja, das meine ich, Rachel. Was ist denn auf einmal los mit Ihnen? Ihr Kaffee, Mrs. President. Ah, das darf doch nicht wahr sein. Jetzt schwimmt alles auf dem Tisch. Und mein Kostüm hat auch etwas abbekommen. Das tut mir leid, Mrs. President. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Nun, holen Sie schon etwas, damit man die Sauerei wegputzen kann. Ja, natürlich. Sofort. Jetzt werde ich mich auch noch umziehen müssen. Und das kurz bevor wir da sind. Mrs. President? Ach, was ist denn? Sehen Sie das hier? Rachel, warum entblößen Sie Ihren Bauch? Sie ist eingenäht. Bitte? Die Bombe. Oh. Sie ist in meinem Bauch eingenäht. Und jetzt löse ich sie aus. Oh. Für die Freiheit der unterdrückten ostindischen Staaten. Schützt die Präsidentin! Maximilian Galligan schlürfte genüsslich mit einem Strohhalm seinen Erdbeermilchshake. Wenn er schon die Nachtschicht hinter den Monitoren hatte, dann konnte er es sich auch gemütlich machen, sagte er sich. Er wischte auf seinem Tablet durch die Seiten eines Comics und lachte laut. Er liebte diese Serie, die einst in Frankreich entstanden war und von zwei Galliern erzählte. Mit seiner Hand tastete er nach dem angebissenen Burger und blickte kurz von seinem Comic auf. Scheiße, was ist das? Computer, bitte mit der Abraham Lincoln verbinden. Es konnte leider kein Kontakt hergestellt werden. Versuche alle Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme. Ebenfalls negativ. Zack, siehst du das auch? Eben nicht. Keine Anzeige. Es ist einfach verschwunden. Ruf sofort Newman an. Computer, verbinde mich mit Chief Newman. Chief Newman wird kontaktiert. Newman. Max Galligan hier, Sir. Das Schiff der Präsidentin ist von den Monitoren verschwunden. Paul! Paul! Bist du okay? Was ist denn passiert? Wir sind abgestürzt. Ich bin so froh, dass du noch lebst. Was? Abgestürzt? Ich weiß nicht warum. Es hat eine Explosion gegeben. Dem Captain gelang es nur zu landen, aber das Schiff brach auseinander. Ich blute. Nicht schlimm. Hast nur eine Schramme am Kopf. Wer hat denn noch überlebt? Die Präsidentin ist tot. Hab nachgesehen. Von denen hat niemand überlebt. Also nur wir? Weiß ich nicht. Wir müssen zum Vorderteil des Schiffes. Vielleicht lebt Captain Williams noch. Sagtest du nicht, das Schiff wäre auseinandergebrochen? Komm mit. Ja, warte. Schau mal. Paul Ely kletterte aus dem Schiffswrack und sah in die Richtung, in die Liv deutete. Sie befanden sich an einem Strand, an dem ein dichter Wald anschloss. Eine Schneise aus zerstörten Bäumen und angesenkten Pflanzen würde den beiden Überlebenden den Weg zum vorderen Teil der Abraham Lincoln zeigen. Eigentlich kann es nicht mehr weit sein. Das hoffe ich doch sehr. Ich glaube, unser Outfit ist nicht für Waldwanderungen gedacht. Ja, ich habe auch das Gefühl, als würden irgendwelche Viecher meine Beine hochkrabbeln. Was gäbe ich für ein paar anständige Hosen? Ist aber nichts zu sehen. Hey, starrst du mir etwa auf die Beine? Entspann dich, war nur ein Scherz. In unserer Situation ist mir wirklich nicht nach Scherzen zumute. So bin ich eben. Komm damit klar. Ja, schon gut. Vielleicht ist es ja tatsächlich besser so. Achte mal auf die Bäume. Die werden beobachtet. Ja. Kleine pelzige Wesen. Affen? Erinnern mich an Paviane. Da kommen welche runtergeklettert. Die sind wahrscheinlich genauso neugierig auf uns wie wir auf sie. Was machst du da? Ich habe hier noch einen eingepackten Keks in der Tasche. Präsidentin Bodenheim wollte es vorhin nicht zu ihrem Kaffee. Da habe ich es schnell eingesteckt.
Und jetzt willst du die etwa füttern, oder wie? Oh, guck mal. Da nähert sich schon einer. Scheint gar keine Angst zu haben. Sei lieber vorsichtig. Und hat ganz große Kulleraugen. Wie süß. Ich gebe zu, die sehen irgendwie niedlich aus. Und die Augen, die sind ganz anders als bei einem Pavian. Wenn du das sagst. Die sehen eher aus wie von einem Lemuren. Hol dir den Keks, Kleiner. Au! Hast du das gesehen? Die haben eine Zunge wie bei einem Chamäleon. Komm jetzt. Ich hab leider nichts mehr. War nur der eine. Huch! Die Affen schnupperten neugierig an der jungen Frau. Einer kletterte sogar an ihren Beinen hoch und setzte sich auf ihre Schulter. Liv musste lachen. Doch als immer mehr der kleinen Tiere an ihr zerrten, bekam sie Panik und versuchte sie abzuwehren. Einer der Affen ließ seine Zunge rausschnellen und streifte ihre Wange. Kleine Widerhaken auf der Zunge rissen ein Stück Fleisch heraus. Weg von hier! Was? Pass auf, ich schlag euch kaputt! Paul hatte einen schweren Ast ergriffen und schlug auf die Affen ein. Doch sie waren zu flink und er traf nur wenige. Die meisten konzentrierten sich auf die junge Stewardess. Einer biss sie in den Hals, ein anderer ins Bein. Liv fiel zu Boden. Nun stürmten gut 20 der Tiere auf den am Waldboden liegenden Körper. Verbissen sich regelrecht in sie. Schon nach kurzer Zeit verebbten ihre Schreie. Paul Ely rannte. Immer wieder blickte er sich um, aber nur vereinzelte Tiere schienen ihm zu folgen. Die meisten blieben bei ihrer Beute zurück. Er hatte noch mitbekommen, wie sie die Augen der jungen Frau rausgepult und dann verspeist hatten. Er hatte sich übergeben müssen. Dann war er einfach nur gerannt. Ihr bekommt mich nicht! Nun war kein Verfolger mehr zu sehen. Paul wurde langsamer und schnaufte durch. Jetzt konnte er auch das Vorderteil der Abraham Lincoln sehen. Nicht weit von ihm hatte sich die Spitze in den Erdboden gebohrt. Um das Schiff herum lagen einige Leichen. Sie waren grausam verstümmelt in der Uniform der Lincoln-Besatzung. Paul erreichte eine geöffnete Luke. Ein Körper lag bäuchlings am Boden, seine Kleidung glomm noch an einigen Stellen. Er musste qualvoll verbrannt sein. Paul kletterte in das Schiff. Hallo! Ist hier noch jemand? Hallo! Das kommt von der Brücke. Ich komme! Die verdammte Tür klemmt! Helfen Sie mir. Ich liege hier. Warner, sind Sie verletzt? Was sieht es denn aus? Ein Metallsplitter hat sich durch mein Bein gebohrt. Entschuldigung, was soll ich machen? Wo ist der Captain? Der Captain kann uns nicht mehr helfen. Er ist tot. Tot? Helfen Sie mir hoch. Wir müssen zunächst die Erde verständigen. Die Präsidentin. Lebt auch nicht mehr. Wir beide scheinen die einzigen Überlebenden zu sein. Verdammt. Ist dieser Mond bewohnt? Das ist er. Mit einer Vielzahl Menschenfleisch fressender Äffchen. Äffchen? Ja, Äffchen. An Feierabend war nicht zu denken. Das war Maximilian Gallagher klar geworden, als er seinen Chef angerufen hatte. Das Kontrollzentrum hatte sich inzwischen sichtlich gefüllt. Rasch hatte er mit einem Handstaubsauger die Krümel an seinem Arbeitsplatz entfernt. Gerade rechtzeitig, bevor Newman eingetroffen war. Dieser stand nun neben ihm und starrte auf den Hauptbildschirm vor ihnen, der die Aufzeichnung der Kontrollgeräte abspielte. Das ist der äußere Mond von Prendermesh. Der Mond mit dem Namen Elop ist unbewohnt. Dabei ist die Atmosphäre atembar. Falls Sie da runtergegangen sind, ist ein Überleben theoretisch möglich. Sir, ein eingehender Notruf. Auf den Schirm. Notruf Prendermesh-Mond. Können Sie mich empfangen? Wir sehen und hören Sie, Commander. Melden Sie Ihren Status. Die Abraham Lincoln wurde Ziel eines Anschlags. Schiff wurde bei der Landung in zwei Teile gerissen. Nur wenige Überlebende. Wie geht es Präsidentin Bodenheim? Ihr geht es den Umständen entsprechend gut. Kann ich mit ihr sprechen? Die Präsidentin
ist verwundet. Es ist im Moment unmöglich, sie ans Mikrofon zu holen. Ja, okay. Wie viele Überlebende gibt es noch? Lediglich ein Steward hat überlebt. Wir brauchen sofortige Unterstützung. Die einheimische Fauna ist feindselig. Spezifizieren Sie das? Einheimische Affen. Sie töteten bereits ein Besatzungsmitglied. Sie sind sehr aggressiv und zahlreich. Halten Sie durch, Warner. Hilfe ist unterwegs. Danke, Sir. Haben wir Schiffe in der Nähe? Die Cromwell befindet sich im gleichen System. Ein Militärschiff. Sehr gut, Galligan. Mr. Ross, kontaktieren Sie unverzüglich die Cromwell. Aye, Sir. Warum haben Sie gelogen? Ich habe Ihnen doch gesagt, dass die Präsidentin tot ist. Glauben Sie, die Regierung würde sich genauso beeilen, uns zu retten, wenn sie wüssten, dass Aubrey Bodenheim tot ist? Aber wenn Sie das herausfinden... Sind wir bereits auf der Erde. Okay, ich verrate nichts. Lassen Sie mich mal Ihre Wunde sehen. Sie müssen das Metallstück herausziehen. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ach, prima. Dann soll ich also verrecken, nur weil Sie kein Blut sehen können? Nein, natürlich nicht. Wie heißen Sie überhaupt? Paul. Paul Earley. Also gut, Paul. Sie können mich Kirsten nennen. Und jetzt holen Sie den Verbandskasten. Ja, sofort. Hier muss es sein, richtig? Machen Sie schon. Gut, dann ziehe ich den Splitter jetzt heraus und verbinde dann Ihr Bein. Ja, auf drei. Okay, 1, 2, 3. Nein, ich brauche etwas, womit ich den Splitter rausziehen kann. Ziehen Sie! Oh, Scheiße. Das muss wehtun. Es geht schon wieder. Ich ziehe Ihnen jetzt die Hose aus. Umständlich nestelte Paul an dem Gürtel seiner Vorgesetzten. Diese biss die Zähne zusammen. Schweißtropfen hatten sich auf ihrer Stirn gebildet. Paul hatte Mühe, die Hose über die Schuhe zu ziehen. Schließlich schaffte er es aber doch und begann die Wunde vorsichtig auszuwaschen und sie dann zu verbinden. Immerhin, der Verband sieht professionell aus. Ist noch nicht lange her, dass ich das gelernt habe. Jetzt lassen Sie uns den nächsten Schritt überlegen. Haben wir Waffen an Bord? Ja, sicher. Also, ich möchte nicht unbewaffnet auf die Affen warten müssen. Können Sie schießen? Ich war Simulator-Bester. Außerdem habe ich eine Doomsday-Gruppe geleitet, in der wir im Netz gehen... Reicht, das will ich gar nicht wissen. Gehen Sie in den Flur, durch den Sie gekommen sind. Da sehen Sie schon den Wandschrank mit dem Waffensymbol. Der Code lautet 45009. Hab verstanden. Ah, da ist ja der Waffenschrank. Wie war das noch gleich? 4, 5, 0, 0, 7 war es nicht. 8, glaube ich. Wie bist du hier reingekommen? Das Blut von Liv klebt an deinem Fell. Voller Wut griff er nach einem schweren Gegenstand, der von dem Sideboard lag, und rannte auf den Affen zu. Dieser sprang zur Seite, aber Paul erwischte ihn am Rücken, sodass das Tier verletzt zu Boden fiel. Ein weiterer Schlag auf den Kopf beendete das Leben des Affen. Alles in Ordnung? Jetzt ja, vorerst. Hier, nehmen Sie das Gewehr. Gut. Hier finden Sie die Energieanzeige. Einzelschuss, Dauerfeuer, ganz einfach. Verstehe. Wenn Sie hier drücken, fährt ein Zielfernrohr aus. Sehen Sie durch, dann den seitlichen Taster betätigen. Habe ich. Das Ziel ist dann eingeloggt. Das ist quasi das Todesurteil. Das war offenbar nur die Vorhut. Die rennen auf dem Dach rum. Sollten wir nun von unserem Hausrecht Gebrauch machen. Männer, ein Notruf der Abraham Lincoln erreichte das Kontrollzentrum der New NASA. Ein Anschlag brachte sie zum Absturz über dem Mond von Prendermesh. Die Präsidentin hat den Anschlag offenbar überlebt und befindet sich mit 2 weiteren Überlebenden auf einer dicht bewaldeten Insel im Süden des Mondes. Also ist der Erholungsurlaub gestrichen? Klappe, Johnson. Priorität haben die Überlebenden. Holen Sie sie da raus. Um die Bergung der Leichen und der Blackbox kümmern wir uns später. Und Private Johnson, danach können wir sie gerne auf dem Mond zurücklassen.
Das Klima soll traumhaft sein. Dann werde ich den Urlaubsschein schon mal einreichen. Nicht nötig. Ich genehmige Ihnen höchstpersönlich den Urlaub. Ganz unbürokratisch. So gütig, Sergeant. Werden wir auf Gegenwehr stoßen, Sergeant? Ja, das ist im Bereich des Möglichen. Aggressive Affen, die mit afrikanischen Pavianen zu vergleichen sind, gibt es wohl in beträchtlicher Anzahl. Seien Sie also vorsichtig. Nicht feuerfest, wie ich annehme. Davon ist auszugehen. Sonst noch Fragen? Dann würde ich sagen, wir treten den Affen in ihre Ärsche. Gut gesprochen, Private Crow. Also Männer, auf geht's. Paul Ely und Kirsten Warner hatten sich links und rechts hinter dem seitlichen Einstiegsschott positioniert. Vor dem Schiff saßen gut 100 der Pavian-ähnlichen Wesen. Und immer noch kamen welche hinzu. Die haben uns umzingelt. Erinnern Sie sich daran, was ich vorhin gesagt habe. Ziel erst einloggen, dann Feuer. Ziel markiert und Schuss. Der saß. Gut. Oh Scheiße, das hat sie wütend gemacht. Schießen Sie! Verdammt! Wenn die sich bewegen, ist die Zielaufschaltung zu langsam. Ja, merke ich auch. Ich versuche es so. Respekt. Mal schauen, ob ich einen neuen Highscore schaffe. Nicht übermütig werden, Paul. Es sind einfach zu viele. Schießen Sie das Schott. Gut, aber lange wird uns das keine Luft verschaffen. Es scheint ja auch noch Schlupflöcher ins Innere zu geben. Wenn der eine reingekommen ist, schaffen das die anderen auch. Da sind welche im Lüftungsschacht. Moment. Paul, was haben Sie vor? Paul war auf einen Tisch geklettert und entfernte mit wenigen Handgriffen die Lamellenabdeckung des Lüftungsschachts, der an der Decke entlang verlief. Dann hielt er seine Waffe hinein und drehte ein kleines Display an der Waffe so, dass er in den Schacht gucken konnte. Restlichtverstärker! Hm? Das Gewehr hat einen Restlichtverstärker. Grüne Taste! Ah ja. Das Gesicht eines Affen war im Monitor aufgetaucht. Vor Schreck verlor Paul das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Er sah noch, wie der Kopf des Pavians aus dem Schacht hervorlugte. Verdammt! Dann traf ihn ein gezielter Laserschuss aus Kirstens Gewehr. Ach, ja, danke. Was war das? Au! Ach, irgendwas stimmt nicht. Ich kann nicht auftreten. Verdammt! Kirsten sah vorsichtig durch das kleine Fenster des Schotts. Mit offenem Mund blickte sie auf das Wesen, das sich wenige Meter vor dem Schiff aufgebaut hatte. Das scheint der Anführer zu sein. Man erkannte die Verwandtschaft zu den anderen Tieren, nur war dieses wesentlich größer. Groß wie ein Bulle, mit einer gepanzerten Stirn. Was ist das? Kaminrotes Fell deutete darauf hin, dass es sich bei dem Tier um etwas Besonderes handelte. Vermutlich das Männchen. Viel größer, wie ein Bulle oder ein Nashorn. Und es will hier rein. Was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Lassen Sie mich überlegen. Wenn wir jetzt nochmal das Schott öffnen, sind die sofort hier drin. Wir können ja nicht mal wegrennen. Wir sind schon ein Team. Es tut mir leid. In Doomsday habe ich das schöne Mädchen immer gerettet. Danke. War das jetzt so etwas wie ein Kompliment? Was? Wir schaffen es doch noch. Die Affen rennen wie wild durcheinander. Überall Laserblitze. Das Männchen hat vom Schott abgelassen und rennt auf die Soldaten zu. Ich bin Sergeant Hernandez, Ihr Rettungstrupp-Commander. Rennt, ihr kleine Scheiße! Es ist schön, Sie zu sehen, Sergeant. Wo ist die Präsidentin? Sie hat es nicht geschafft. Und wo ist Ihre Leiche? Im hinteren abgetrennten Teil des Schiffs, am Strand. In Ordnung. Bro, bringen Sie die Überlebenden hier raus. Die Leichen bergen wir, sobald wir alles unter Kontrolle haben. Jawohl, Sergeant. Können Sie gehen, Kommando? Ja, es wird gehen. Und Sie, Sir? Ich humpel hinterher.
weg von diesem albtraumhaften Mond. Es sind nur wenige Meter bis zum Landungsschatten. Sehen Sie, da vorne ist es schon. Crow, da kommt was auf euch zu. Das Männchen! Scheiße! Danke, Johnson. Yeah. Hast was gut bei mir. Immer ein Vergnügen. Kommen Sie ins Shuttle. Danke. Mein erster Arbeitstag liegt nun hinter mir. Bin gespannt, wie die anderen werden. Oh, ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Aubrey Bodenheim schlug die Augen auf. Ihr Schädel brummte. Sie sah Blut an ihrem Körper, doch es schien nicht ihr Blut zu sein. Um sie herum lagen zerfetzte Körper. Sie konnte sich noch erinnern, wie Rachel, eine Mitarbeiterin, die sich seit 2 Jahren in ihren Diensten befunden hatte, offenbar eine Bombe ausgelöst hatte. Eine Bombe, die sie hätte in den Tod reißen sollen. Nur ihren Personenschützern hatte sie es zu verdanken, dass sie noch lebte. Sie hatten sich sofort auf die junge Frau geschmissen und sie niedergerissen. Dann hatte sie Schmerzen umfangen. Captain Williams? Oh. Hallo, ich lebe noch. Sie hörten Zukunftschroniken, Notruf Prendermeschmond. Erzähler Dennis Prasezio. Paul Ely, Jan Münter. Kirsten Warner, Dorle Hoffmann. Liv Henderson, Hanna Jöllenbeck. Maximilian Gelligen, Sebastian Quadflieg. Newman, Ralf Sarge Pappas. Präsidentin Aubrey Bodenheim, Eiga Kornemann. Sergeant Hernandez, Jörg Buchmüller. Private Johnson, Pascal Runge. Private Crow, Marek Schädel. Zack Ross, Marco Rosenberg. Personenschützer, Michael Gerdes. Rachel, Stephanie Preis. Computer, Tanja Scheibe. Intro, Jörg Buchmüller. Credits, Annika Gamerath. Sprecher, Bonusmaterial, Alex Bolte. Schnitt, Hörspielwerkstatt Bad Hersfeld. Idee und Skript,
Frank Hammerschmidt. Frank Hammerschmidt. Lektorat: Michael Gerdes, Sabine Schierhoff. Musik: Kevin Bullers und Hörspielwerkstatt Bad Hersfeld. Sounddesign: Joki One unter Verwendung von freesound.org und dlsounds.com. Coverdesign and Artwork: Thorsten Adams. www.ta-mediadesign.de. Das Hörspiel untersteht der Creative Commons Lizenz 3.0. Ein Hörspiel für das Hörspielprojekt 2017 in Zusammenarbeit mit hörspiel-werkstatt.de. Zukunftschroniken. Willkommen zum Bonusmaterial der ersten Staffel der Zukunftschroniken. Zunächst mal eine kleine Statistik. Die ersten 10 Folgen haben etwa 300 Skriptseiten und knapp 3000 Takes. Mehr als 130 Sprecherinnen und Sprecher stellten ihre Stimmen zur Verfügung. Die erste Folge erschien im Februar 2015 und hieß Kopfgeldjäger auf Baraloo 4. Zwischendurch erschienen vereinzelt auch schon Folgen aus der zweiten Staffel, da wir die fertigen nicht zurückhalten wollten. Da die Geschichten alle für sich alleine stehen, war das auch kein Problem. Und nun einige Fragen und Kommentare. Wie kamt ihr auf die Idee der Zukunftschroniken? Ich denke, das war Jokis Idee. Er machte den Vorschlag, ob ich nicht einmal ein Science-Fiction-Hörspiel machen wolle oder sogar eine Serie. Da ich aber kein Freund davon bin, wenn in einer laufenden Serie die Sprecher ausgetauscht wären, wie es dann und wann vorkommt, entschloss ich mich zu einer Reihe mit abgeschlossenen Geschichten, ohne wiederkehrenden Helden. Woundwort schrieb im Hörtalk-Forum: Ich habe eine Frage an den Autoren. Wie sieht dein Tag aus, wenn du schreibst? Wie schaffst du es, deinen Output so hoch zu halten? Motivation, Ideen etc. Da ich immer wieder recht lange Mittagspausen auf der Arbeit habe, manchmal 2 bis 3 Stunden, habe ich mir angewöhnt, meinen Laptop dabei zu haben, um dann schreiben zu können. Auf die Ideen komme ich einfach, wenn ich etwas Interessantes im Radio höre oder einfach einen Gegenstand sehe, der mich irgendwie interessiert. So wurde zum Beispiel aus einer alten Bank vor einem Haus in meiner Fantasie die Blutbank von Gusborough in der Scary Stories-Reihe. Wie lange dauert in der Regel der Cut einer Folge? Der Schnitt kann sehr unterschiedlich sein. Es beginnt ja meistens mit dem Schnitt der Dialoge. Das geht relativ schnell. Dann sucht man sich die entsprechenden Geräusche zusammen. Das hält am meisten auf. Ich zum Beispiel durchforste dann zig Soundbibliotheken. Das können schon mal mehrere Festplatten sein. Und wenn man sich ein paar Ordner zurechtgelegt hat, dann kann die eigentliche Produktion losgehen mit der Mischung aller Hintergrundgeräusche, mit den Versetzen der Stimmen im Raum, mit der Erzeugung von verschiedenen örtlichen Klangbildern, und irgendwann werden die Szenen dann lebendig. Am Ende wird dann noch alles mit Musik zusammengemischt und dann ist man soweit fertig. Wenn man die effektive Bearbeitungszeit eines 30-Minuten-Hörspiels nimmt, dann könnten das schon mal zwischen 20 und 40 Stunden sein, mitunter auch mehr, und das auch nur unter optimalen Bedingungen, wie zum Beispiel optimalen Sprecheraufnahmen. Wenn man die Aufnahmen der Sprecher noch restaurieren muss, dann dauert es natürlich etwas länger. Woher bekommt ihr die Musik? Joki bastelt ja viel mit Musik rum und hat immer ein Händchen dafür, die richtige zu finden. Natürlich nutzen wir auch Jamendo und Co. In der zweiten Staffel wird es auch bei einer Folge einen Musiker geben, der uns mit Klängen versorgt. Der Titeltrack der ersten Staffel stammt von Martin Stelzle.
der ihn extra für unsere Reihe komponiert hat. Ihm schwebte dabei ein Theremin vor, das er wirklich gut imitiert hat. Es wird in jeder Staffel einen anderen Titeltrack geben. Für die zweite Staffel stammt die Titelmelodie von Jokey. In der Zukunftschroniken Live-Folge Jasmin hört man den Übergang von dem alten zum neuen Track. Bei der zweiten Live-Folge wird es ebenso sein. Die Musik ist ja ein wichtiges Element der Hörspiele und am liebsten mache ich die Musikparts selber. Ich mache nur Musikparts, keine kompletten Songs. So ein bisschen die Ausnahme ist bei der Episode 7, der Hippokratische Eid, der Song von und mit Lisa Müller. Da hatten wir einfach mal Lust drauf, so etwas zu machen und wie ich finde, ist einfach toll geworden. Sowas mache ich nicht so oft, aber hier bei der Episode hat es sich angeboten, weil Lisa ja auch eine gute Sängerin ist. Wenn es schnell gehen soll, wird auch mal auf freie Musik und Parts zurückgegriffen. Da gibt es ja am Markt neben Freezer und etliche Portale, die sowas anbieten. Das ist allerdings immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Das Problem hierbei ist, dass jeder diese Stücke dann selbst für seine Projekte lizenzieren kann. Und schon gibt es Probleme mit dem Copyright. Im ungünstigsten Fall meldet sich zum Beispiel YouTube mit einem Copyright-Verstoß, welcher natürlich dann letztendlich keiner ist. Also das Beste ist immer, eigene Sounds zu arrangieren, aber das ist natürlich auch das, was am längsten dauert und aufhält. Prima ist auch, wenn ein extra Musiker mit an Bord ist, der dann zuverlässig und kompetent die Musik auch entsprechend der Geschichte einspielt. In der ersten Staffel ist das jetzt nicht der Fall, aber in kommenden Episoden wird das sicherlich der Fall sein. Wie viele Staffeln oder Folgen sind geplant? In der Planung befinden sich bisher 3 Staffeln mit jeweils 10 Folgen. Außerdem erscheint zwischen jeder Staffel noch eine Zukunftschroniken-Live-Folge. Aber im Prinzip kann es noch lange weitergehen, falls sich genügend Cutter, Sprecher oder andere Mitwirkende finden lassen. Die Zukunftschroniken. Die Zukunftschroniken. 10 Produktionsgeheimnisse der Staffel 1. Die Zukunftschroniken wurden von Autor Frank Hammerschmidt und Produzent Jokey One als kurze und knackige Episodenhörspiele geplant und umgesetzt. Bei der Arbeitsweise, ein weiteres Hörspiel zu schreiben und zu casten, während ein vorheriges gerade in Produktion ist, sollte ein möglichst enger Veröffentlichungszeitraum erreicht werden. Dadurch konnten die ersten Episoden sehr schnell veröffentlicht werden und somit hatte die letzte Episode der Staffel 1, Notruf Prendamesh Mond, die geplant längste Produktionszeit mit über einem Jahr. Zudem sollten während der Produktionszeit auch andere Community-Cutter, Autoren und Produzenten animiert werden, sich an der Umsetzung dieser Reihe zu beteiligen. Somit gibt es seit der Staffel 2 verschiedene Macher, während die Staffel 1 komplett von der Hörspielwerkstatt Bad Hersfeld unter der Leitung von Produzent Jokey One umgesetzt wurde. Hier kommen jetzt 10 Produktionsgeheimnisse der ersten Staffel der Zukunftschroniken. Geheimnis Nummer 1. Wichtige Elemente in Hörspielen sind die Hintergrundeffekte, wie zum Beispiel Natur, Verkehr oder sich bewegende Menschen und spezifische Räume. In der Staffel 1 der Zukunftschroniken hört ihr etliche Szenen im Außenbereich bzw. in der Natur. Die Sounds der zwitschernden Vögel sind immer die gleichen. Ebenso sind die sogenannten Body Moves, also das Bewegen der Person und dessen Kleidung während des Sprechens, in jeder Episode die gleichen Soundeffekte. Zwar sind sie immer etwas modifiziert und in der Frequenz verändert, aber dennoch immer gleich. Geheimnis Nummer 2. Bei der Episode 1, Kopfgeldjäger auf Baraloo 4, hatte unser Held am Anfang gleich nach seinem erfolgreichen Kampf mit dem Alien die ganze Location mit seinem Blaster zusammengeschossen und explodieren lassen, damit alle Spuren verwischt werden. Hallo, Mr. Mook. Sie können die Überweisung in Auftrag geben. Die
Diese kurze Szene stand nicht im Skript und wurde während der Produktion spontan mit eingefügt. Geheimnis Nummer 3. Ebenfalls wurde in Episode 1 Kopfgeldjäger auf Baraloo 4 die ab Minute 18 auftretende Kellnerin bei der Produktion in ein fliegendes Wesen umfunktioniert, weil es so besser zu der Sci-Fi-Geschichte passt. Im Skript war dies ursprünglich nicht vorgesehen. Was darf ich Ihnen bringen, Sir? Da Sie schon den Tisch mit mir teilen, darf ich Sie einladen? Einen Tag. Okay, bringen Sie zwei davon. Gerne. Geheimnis Nummer 4. Bei der Episode 2, Herodot, gibt es ab Minute 8 eine Gruppenszene, bei der im Hintergrund eine Art Radiosendung läuft. Und hier hören die versammelten Personen, wir ahnen es schon, nichts Geringeres als die erste Episode der Zukunftschroniken. Komm zu uns. Ich sage einfach du, ist okay, oder? Ja, sicher. Ich heiße Cornelia. Wissen wir. Wir wissen alles über euch. Nein, keine Angst. Wir haben nur in euren öffentlichen Profilen geschnüffelt. Manchmal ist es hier oben so langweilig. Geheimnis Nummer 5. In der Episode 3, Das Auge des Phönix, ist erstmalig Annika Gammerat als Creditsprecherin in Erscheinung getreten. Sie hörten Zukunftschroniken. Credits Annika Gammerat. Die Umbesetzung des Creditsprechers war notwendig, weil Sascha Zeuke, der Creditsprecher von Episode 1 und 2, zur damaligen Zeit pausierte. Frank Hammerschmidt wählte in einer spontanen Ausschreibung gleich die erste Bewerberin aus, die seitdem zuverlässig die Credits der Episoden einspricht. Zusatzgeheimnis Episode 3. Übrigens, die Sounds der Sexgeräusche am Anfang und zwischendrin sind echt. Übrigens wurde die Intro-Musik von Martin Stelzle in Episode 2 der ersten Staffel von Jokey One leicht verändert. In der darauf folgenden Episode 3 wurde sie dann noch einmal ausgebessert und neu gemischt, blieb aber dann für die kommenden Episoden in dieser Form. Ab Staffel 2 gab es dann ein ganz neues Intro, arrangiert von Jokey One, da sich natürlich die Staffel 2 dadurch unterscheiden sollte und da das bisherige Intro mit knapp 2 Minuten einfach viel zu lang war. Geheimnis Nummer 6. Bei der Episode 5, Ihr Hobot zu Diensten, wurde in einer Szene ab Minute 19 ein Kommunikator zertreten und der Roboter spottet mit dem Satz, kein Anschluss unter dieser Nummer. Erledigt. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Diese kurze Szene stand nicht im Skript und wurde während der Produktion spontan mit eingefügt. Die schwer verdauliche Dubstep-Musik in dieser Episode war übrigens von Anfang an ein gewolltes Experiment, bei dem die Macher bewusst die zu erwartenden Beschwerdekommentare in Kauf genommen hatten. Das ganze Musikkonzept der ersten Staffel sollte für jede Episode eine etwas andere Musikrichtung vorsehen. So gibt es unter anderem zum Beispiel in Episode 1 und 5 eher technische Sounds, in Episode 2 mehr Streicher, in Episode 6 die epischen Klänge und in Episode 9 klingt es eher asiatisch. Geheimnis Nummer 7. Bei der Episode 8, der nächste Schritt der Evolution, wurde die Wunschbesetzung Felix Wörgler und Robert Frank inspiriert durch das großartige Zusammenspiel der beiden Sprecher in dem Hörspiel Sand, ebenfalls zu finden beim Hörspielprojekt. Beide Sprecher haben auch sofort zugesagt und sind somit erneut als sich hassende Kollegen in der Geschichte zu hören. Dr. Bellon. Sie Mistkerl. Wollten Sie einfach ohne uns abhauen? Wie bitte? Wo ist Gas? Er ist tot. Aber mir wird es nicht so gehen. Diese hier verschafft mir einen Erste-Klasse-Platz in dem U-Boot. Sie zielen mit einer Leuchtpistole auf mich? Lächerlich. Geheimnis Nummer 8. Ebenfalls bei Episode 8, der nächste Schritt der Evolution, ist ab Minute 11.15 eine kleine Partyszene, bei der mehrere Personen zusammen dinieren, trinken und Musik hören. Diese unscheinbare Szene war produktionstechnisch im Detail eine der aufwendigsten Stellen in den gesamten Episoden der Staffel 1. Hoch soll sie leben, hoch soll sie leben, dreimal hoch. Alles Gute, Dr. Levy. Ja. Das ist lieb, danke euch. Hm. Aber jetzt weiß ich, warum Viktor kein Sänger geworden ist. Geheimnis
Geheimnis Nummer 9. Die Sounds der in der Episode 10 Notruf Prendermischmond hörbaren affenartigen Wesen stammen tatsächlich von echten Gibbonaffen. Die aggressiven Knurrlaute sind allerdings im Original von Hunden, welche etwas modifiziert zum Einsatz kamen. Und Geheimnis Nummer 10. Wenn man die Episoden der Staffel 1 bis zur letzten Sekunde durchhört, kann man sich meistens am Ende, nach den Credits, noch von einem Zusatz-Soundeffekt als Gag überraschen lassen, der mehr oder weniger mit dem Hörspiel zu tun hat. Das ist oder war fast schon eine kleine Tradition. Bei Episode 8, der nächste Schritt der Evolution, waren zunächst mehrere Hörer irritiert, da hier ein abrupter Effekt zu hören war, wie er auch oft in modernen Horrorfilmen vorkommt. Aber keine Angst, liebe Hörer dieser Reihe. Weder ist euer MP3-Player defekt, noch die Datei. Es ist und bleibt alles nur reine Unterhaltung. Die Zukunftschroniken. Und nun einige Kommentare. Pebo34 meinte auf YouTube: Hallo zusammen. Wow, was für eine Geschichte. Ich war hin und her gerissen. Einerseits durchaus bekannte Horrorszenarien, andererseits, zumindest für mich, überraschende Wendungen. Für mich sind die Spannungsbögen genau richtig aufgebaut und das Ganze ist mit der jeweils passenden Musik sehr stimmungsvoll unterlegt. Peter Max 1 meldete sich im Hörtalk-Forum. Die Zukunftschroniken. Danke für Action pur. Ja, ich gebe es zu. Als ich die Zukunftschroniken das erste Mal sah, hörte und dann herunterlud, war ich sofort begeistert. Seither sind die Zukunftschroniken nicht mehr aus meiner Hörwelt wegzudenken. Frank, du hast etwas Großartiges erschaffen. Ich wünsche dir und allen anderen Beteiligten viel Erfolg, Spaß und Freude bei der Arbeit an den Zukunftschroniken. Macht weiter so, auf dass es noch viele weitere Folgen geben wird. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal eine oder mehrere Sonderfolgen, die etwas länger sind, so 80 Minuten vielleicht. Danke, danke, danke an alle, die dazu beitragen, dass das Projekt Zukunftschroniken lebt, atmet und lacht. Ihr habt Großes in einem kleinen Rahmen vollbracht. Hallo Frank, wir sind die zwei Orcaster und wir wollen dir und deiner langjährigen mittlerweile schon Reihe gratulieren. Zum Ende der ersten Staffel. Hoch die Tassen. Ich habe nichts. Doch hier. Ich hätte eine Tasse, aber die ist leer. Aber ich kann sie aber hochhalten. So. Ich auch. Zur Ehren. Also die Tasse ist hochgehalten. Ich weiß, man sieht sie jetzt ein bisschen schlecht. Aber ich glaube, man spürt es, oder? Ja, vom Feeling her fühlt man es. Genau. Ja, großartig. Eine Reihe, die wir mit Freude verfolgen, weil da immer wieder ganz, ganz tolle Folgen drin sind, die selbst dem Nicht-Science-Fiction-Möger doch... Er meint mich? Das habe ich nicht gesagt. Ich habe es gespürt, durch die Tasse. Doch auch sehr viel Freude bereitet haben, weil eben die Geschichten sehr, sehr clever sind, das Ganze immer tipptopp produziert ist. Nehmen wir jetzt vielleicht mal die erste Folge oder so aus, wo noch ein paar Startschwierigkeiten waren, aber dann, da sind ganz, ganz tolle Folgen bei gewesen und also wirklich mittlerweile, ich freue mich auf jede neue Folge und ja, so ein Ende der ersten Staffel ist schon ein Grund zu feiern und ich durfte auch den ersten Titeltrack machen, übrigens aus dem Nähkästchen geplaudert, dieses das kommt aus dem Stylophon. Das gute alte Stylophon, wo auf der Verpackung Bill Ramsey für Stylophon wirbt. Habe ich eigentlich gesagt, dass wir das im Proberaum mittlerweile auch liegen haben? Nein, echt geil. Meins ist kaputt gegangen. Ja. Ach Mensch, meins ist kaputt gegangen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Muss ich mal an den Technik-Heini schicken. Wir haben hier so einen Technik-Heini, der nur noch ein Auge hat. Der ist total gruselig, aber super. Ja. Ja, Grüße, wenn das hört. Ich glaube. Ja, Frank, danke für die tolle Unterhaltung bislang und ja, auf die nächste Staffel und auf weitere Jahre mit den Zukunftschroniken. Ja, wir freuen uns. Jupp, bis dann. Und
wir wenden uns wieder mal den Hörspielmachern zu, die gut und gern auch bei den Profis arbeiten könnten. Frank Hammerschmidt mit seinen Texten und Joe Givon mit seiner Technik machen es möglich. Natürlich mit Unterstützung vieler Sprecher. Absolut professionell gemacht, denke ich. Ein guter Text mit Inhalten, was man sonst bei Science-Fiction-Hörspielen öfter auch mal vermisst. Eine tolle Technik, gute Sprecher, absolut passende Musiken und Geräusche. Ein sehr guter Mix, also ein Meisterwerk. Bester Dank geht an Frank Hammerschmidt und an Joe Givon von der Hörspielwerkstatt Bad Hersfeld. Und wir freuen uns schon auf euer nächstes Werk. Die Zukunftschroniken gibt es jetzt schon eine Staffel lang. Und ja, ich hoffe, dass da noch weitere Staffeln folgen werden. Noch viele Folgen werden. Und ja, ich finde es halt total super, dass das immer abgeschlossene, in sich stimmige Geschichten sind, die ja auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten spielen. Zwar schon in der Zukunft, aber mal in der näheren Zukunft und manchmal in einer sehr, sehr weit entfernten Zukunft. Und ja, das finde ich einfach super, dass man im Voraus im Grunde gar nicht so genau weiß, was einen erwartet, aber es ist immer einfach super. Das weiß man auf jeden Fall. Und ja, deswegen höre ich das sehr gerne und spreche auch sehr gerne mit. An dieser Stelle ganz, ganz großen Dank an dich, Frank. Und ja, ich kann nur sagen, einfach weitermachen. Eindeutig zu viel Sex. Das wird uns wohl auch in der Zukunft nicht erspart bleiben. Ist ja eine sexy Serie. Ja, hallo, liebe Fans da draußen. Ich spreche zu euch aus der Zukunft und ich kann nur sagen, es wird furchtbar. Gott sei Dank haben wir noch Frank Hammerschmidt und seine wunderbaren Zukunftschroniken, die immer eine Freude sind für das natürlich Hörspielprojekt, aber auch für Tausende mittlerweile von Ohren. Und ich bin ja nun hier als Sprechautomat angestellt. Ich grüße euch aus der Zukunft. Ich grüße euch aus der Zukunft. Ich grüße euch aus der Zukunft. Naja gut, mittlerweile die 10. Folge und ich war ja nun häufig Gast in einigen Folgen der Zukunftschroniken und ja, ich grüße euch hier aus meinem Sprechgefängnis. Das war Werner Wilkening alias Wern Wilke. Lieber Frank Hammerschmidt und liebes gesamtes Team, auch von mir hier von Dorle ganz herzliche Glückwünsche zu der 10. Ausgabe von Zukunftschroniken, was ja schon ein kleines Jubiläum ist. Und da sage ich natürlich auch gerne meinen herzlichen Dank auch, dass ich immer mal wieder mitsprechen kann. Diese ganzen verschiedenen Konstellationen sind ja immer wieder echt ein Highlight. Wer aus dieser großen Hörtalk-Familie aufeinander trifft, ihr castet das immer wieder echt toll. Und eine kleine Freude nebenbei ist zum Beispiel für mich immer mit Marco Rosenberg, auch wie wir so aufeinandertreffen. Mal sind wir ein Paar, mal Tante und Neffe, mal Geschwister. Also das sind auch so kleine heimliche Highlights für mich. Und ich freue mich, dass ich dabei bin und freue mich auf hoffentlich viele weitere Folgen und wünsche euch allen, dass ihr nie euren Spaß daran verliert. So, alles? Gute. Zum Zukunftschroniken-Jubiläum. Prost. Stößchen. Auf viele weitere tolle Folgen. Ja, natürlich sind die Stefanie und der Pascal immer wieder gerne mit dabei. Cheers. Cheers. Können wir das nochmal machen? Ja, Gratulation zur nunmehr 10. Folge der Zukunftschroniken. Mit Notruf Brennermischmond habt ihr wieder eine tolle Geschichte ins Leben gerufen. Für mich sind die Zukunftschroniken inzwischen ein fester Bestandteil von Hörtalk geworden und ich darf mich glücklich schätzen, schon bei vielen Folgen als Sprecher mitgewirkt zu haben. An dieser Stelle also mal ein Chapeau für Frank, Joki und allen anderen Beteiligten und dass solche Ideen und Kreativität nie ausgehen. Also reingehauen und weiter so. Die Zukunftschroniken. Hallo und willkommen zu dem Audiokommentar für drei ausgewählte Szenen von Notruf Brennermischmond.
Ich heiße Frank Hammerschmidt und bin der Autor der Zukunftschroniken. Wir befinden uns in Szene 5, in der das Raumschiff gerade auf dem Brennermeschmond abgestürzt ist und sich Paul und Liv auf den Weg gemacht haben. Inspiriert war die Szene von der Serie Lost. Genau diesen Strand hatte ich vor Augen, nur dass es sich nicht um ein Flugzeug handelte, sondern um ein Raumschiff, das abgestürzt ist. Schau mal! Paul Ely kletterte aus dem Schiffswrack und sah in die Richtung, in die Liv deutete. Für Jan ist es jetzt die dritte Rolle in den Zukunftschroniken. Nach einer Minirolle in Kopfgeldjäger auf Baralu 4 hatte er noch eine Hauptrolle in Jehobot zu Diensten. Dort auch zusammen mit Hannah, die gute Roboterdame gesprochen hat. Wir hätten sie begleiten sollen. Vielleicht. Haben wir aber nicht gemacht. Der Kaffee. Danke. Morgen, ihr Nasen. Zu Diensten. Für sie ist es sogar die vierte Rolle innerhalb der Reihe. Sie war noch als junge Wissenschaftlerin in Der nächste Schritt der Evolution dabei. Ach so, du meinst den Fischmann. Der sondert komische Geräusche ab. Und Im Auge des Phönix. Ich bin Candy. Und das ist mein BH. Ich mag das, wenn Figuren sterben, von denen man annimmt, es würde sich um eine Hauptperson handeln. Toll fand ich das in Game of Thrones, als Ned Stark, den ich für einen der Helden hielt, am Ende der Staffel geköpft wurde. Hier trifft es nun die gute Liv. Kleine süße Äffchen verbeißen sich fies in sie. Da tat mir Hannah richtig leid. In der Folge Herodot habe ich damals Selin Ünal sterben lassen, was für einige wohl auch überraschend kam. Ich glaube, man merkt, dass ich Tierhorrorfilm-Fan bin. Männer, ein Notruf der Abraham Lincoln erreichte das Kontrollzentrum der New NASA. Weiter geht's mit Szene 9, die ganz klar Aliens als Vorbild hatte. Du bist ganz schön cool, Vasquez. Diese superheroischen Marines, raubeinige Soldaten, immer am Scherzen, das hat mein Bild in den 80ern geprägt. Ähnliches gibt es auch bei den Folgen Der letzte Widerstand oder bei Im Auftrag Virigots. Dabei war ich nie beim Bund. Ich habe damals 15 Monate Zivildienst abgeleistet. Jörg Buchmüller ist hier der grummelige Sergeant. Er spricht auch das Intro in jeder Folge. Passi als Spaßvogel der Kompanie. In der Folge 20, die ich zurzeit schreibe, wird er eine Hauptrolle haben. Neben Dorle war er auch in Herodot dabei und auch im Hobot. Marek Schädel spricht einen weiteren Soldaten. Er hat inzwischen auch zwei Folgen für mich gecuttet. Einmal die Live-Folge Jasmin und die reguläre Folge Bestseller Zukunft in der zweiten Staffel. Außerdem war er das erste Opfer von Phoenix in der dritten Folge und er spielte den Stu im Hippokratischen Eid. Gut gesprochen, Private Crow. Also Männer, auf geht's! Und noch Szene 10. Zwei Menschen in einer ausweglosen Situation. Was war das? Au! Irgendwas stimmt. Der Hauptcharakter kann eigentlich nicht viel, ist Stuart und hat bisher nur bei Videospielen gepunktet. Also ein ganz normaler Typ. Jan spielt das klasse und Dorle gibt den Gegenpol. Ihr Charakter könnte sicher eher überleben als der von Paul. Aber sie ist verwundet und deshalb auf ihn angewiesen. Dorle kann gut die starken Frauen spielen. Auch für sie war es der dritte Einsatz. Sie war die hohe Kanzlerin in Der letzte Widerstand. Keine Sorge, er weiß, worum es geht. Und Dr. Cornelia Fuchs in Herodot. Mach die Tür auf! Meine Karte liegt im Labor! Ich habe zwar noch keinen Oscar gewonnen, aber trotzdem möchte ich noch einen Haufen Danksagungen loswerden. Zunächst mal bei Jokey von der Hörspielwerkstatt Bad Hersfeld, der die ganze erste Staffel begleitet hat, als Cutter, Sounddesigner und Ideengeber. Ab der zweiten Staffel werden es andere Cutterinnen und Cutter sein. Von einigen habt ihr ja schon etwas gehört. Dann bei den Sprechern, von denen auch viele noch mitmachen, wenn sie längst für kommerzielle Hörspiele tätig sind. Ist ja längst nicht selbstverständlich, das finde ich toll. Ohne die Lektoren wären natürlich auch nicht so viele schöne Geschichten dabei herumgekommen. Das waren Michael Gerdes, Sabine Schierhoff und Dennis Pini Oberhach.
Die Musiker möchte ich nicht vergessen. Martin Stelzle hat für die erste Staffel ja einen schönen Titeltrack komponiert. Aber auch ein Dankeschön an die vielen Musiker von Jamendo und Co. Und dann die Fotografen und Models, die ich allesamt über Facebook kennengelernt habe und dessen Bilder wir benutzen durften, damit Thorsten Adams schöne Cover daraus basteln konnte. Danke Thorsten für die ganze Mühe und die Zeit, die du da reinsteckst. Und natürlich Dennis Künstner, Sven Matthias und alle anderen vom Hörspielprojekt, das es nun schon so lange gibt. Da fühle ich mich richtig heimisch. Ein ganz besonderes Dankeschön geht noch an Werner Wilkening, den ich wirklich immer wegen einer Rolle ansprechen kann. Vielen Dank dafür. Aber ausgerechnet in dieser Folge ist er mal nicht dabei. So, das war es dann auch schon mit dem Audiokommentar. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bei Folge 20 hören wir uns wieder. Ciao. Die Zukunftschroniken. Die Zukunftschroniken. Ja, hallo und willkommen. Ich bin der Choki und jetzt gibt es einen Audiokommentar zu meiner Lieblingsfolge aus der ersten Staffel, Herodot. Eine der ersten Folgen, die wir gemacht haben und ist tatsächlich bis heute eine meiner Lieblingsfolgen, weil mir einfach die Atmosphäre und auch die Geschichte so sehr gefällt und weil auch die Sprecher hier sehr überzeugend gespielt haben. Ja, gehen wir einfach mal rein. Los geht's mit dem wunderbaren Titel von Mark Teichert, Take Off. Ja, der Titel hat einfach gleich perfekt zu dieser Stationsatmosphäre gepasst und ist eigentlich ein wunderbarer Einstieg in die Geschichte. Miss Cassia Warren, guten Abend. Die Station Background selber habe ich mir gedacht, wie könnte es sich anhören, wenn eine Nachtschicht auf der Brücke arbeitet. Da ist ja nicht allzu viel los, da sind nicht so viele Leute, da ist der Akiyama ganz alleine und dann kommt seine Ablösung und somit ist der Hintergrund sehr spartanisch. An irgendwelchen Piepsklängen und sowas. Das ist sowieso meistens übertrieben in Science-Fiction-Hörspielen, wo man Raumschiffbrücken hört. Ich denke mal, in der Zukunft wird es nicht so piepen und nerven, sondern eher geräuschlos abgehen. Ne? Aber ist ja nicht schlimm. Ich habe ja schon mal davon gehört, dass in Japan alle auf Sumo-Ringer und so stehen. Sumo-Ringer? Ich bin doch nicht homosexuell. Ja, das Sumo-Ring-Thema. Ich meinte ja auch typisch Frank. Weil, vergiss es. Frauen ist das Sumo-Ringen gar nicht gestattet. Das ist Blödsinn, was du da erzählst. Schon gut, schon gut. Ich komme aus dieser Nummer sowieso nicht mehr raus. Gute Nacht, Akiyama. Gute Nacht, Amy. Wir unterhalten uns lieber morgen weiter. Ist gut. Oh, da ist Torben. Na, du alter Wikinger? Torben? Torben? Ich kann mich erinnern, Frank wollte den Torben-Schrei machen. Aber hat sich da sehr schwer getan damit, sodass wir dann auf einen Freesound zurückgreifen mussten, was dann auch vielleicht ganz gut war. Ja, Frank hat ja immer so ein bisschen Angst vorm Mikro. So, dann kommt die Intro-Musik von Martin Stelzel. Der hatte am Anfang in der ersten Episode dazu einen ganzen Soundtrack geliefert, was ich eigentlich sehr wunderbar fand. Allerdings habe ich es immer gern, wenn ich selber ein Hörspiel mache, dass ich da alle Komponenten so ziemlich selbst arrangiere. Und somit ist es dann meistens bei der Intro-Musik geblieben. Ich bin schon da! Ach, guten Tag, Dr. Fuchs. Mein Name ist Dr. Scott Edwards. Ich bin der wissenschaftliche Leiter an Bord. Freut mich, Dr. Edwards. So, das ist hier die Szene, Scott Edwards, gesprochen von Michael Gerdes. Bringt es genau auf den Punkt, wie so ein Mannschaftskollege einfach treu und zuverlässig sein sollte.
Wie Sie vielleicht wissen, gibt es nur wenig menschliches Personal an Bord. Die meisten Aufgaben werden von unseren Buckys übernommen. Die kleinen Kerle, die hier überall rumwuseln. Genau. So, hier kommt die Erklärung. Die Roboter, die kleinen Buckys und der Sidekick auf Buck Rogers. Fand ich sehr gut. Ist genau mein Ding. Ich glaube durch einen 2D-Film aus dem letzten Jahrhundert. Buck Rogers oder so ähnlich. Da spielte wohl ein Roboter mit, der in etwa so aussah wie unsere. So, und hier ist quasi eine Bewegung durch den Raum eingearbeitet worden, mit allen möglichen Effektkurven, die dafür nötig sind in einer Audio-Workstation. Es duftete nach Essen, als Cornelia Fuchs den Aufenthaltsraum betrat. Selim Ünal winkte ihr zu. Er saß mit den Kollegen Jan van den Heuvel, Pavel Jankowski und Amy Garcia Warren an einem Tisch und aß ein Fertigmenü. Cornelia lächelte und setzte sich dann zu ihnen. Komm zu uns. Ich sage einfach du, ist okay, oder? So, hier ja, die sicher. Gruppenszene. Alle sitzen quasi in der Kantine, oder wie nennt man das, im Raumschiff? Weiß ich nicht genau. Aufenthaltsraum, was weiß ich. Hier ist ganz interessant, im Hintergrund läuft quasi Musik und es laufen so eine Art Nachrichten, das ist die Info aus den Produktionsgeheimnissen. Wenn man ganz genau hinhört, ich weiß nicht, ob man das hören kann, läuft die erste Folge der Zukunftschroniken, Kopfgeldjäger auf Baraloo 4. Ja? Darf ich reinkommen? Natürlich, Herr Ünal. Kommen Sie rein. So förmlich heute, Frau Doktor? Ich hatte die Hoffnung, wir könnten da weitermachen, wo wir gestern aufgehört haben. Meinst du? Vielleicht. So, dann kommt die typische Romanze, die Frank immer irgendwo einbaut, zwischen Selim Ünal und Dr. Cornelia Fuchs. Für die Romanze ist aber nur kurz Platz in der Geschichte, denn jetzt geht's dann gleich zur Sache. Aber nicht so, wie ihr vielleicht jetzt denkt. Was ist das? Da stöhnt jemand. Warte hier, ich sehe mal nach. Nein, ich komme mit. So, jetzt geht's ins Labor. Es ist Pavel. Er liegt da in der Ecke. Und da wird Pavel entdeckt. Seine Augen, sie sind komplett verdreht. Der Kreislauf? Wir legen ihn auf die Liege. Ja, gut. Nimm die Füße. Eins, zwei. Akustisch hier. So eine Mischung von Sounds aus bekannten alten Horror- und Science-Fiction-Filmen. Verdammt! Wie bist du denn hergekommen? Geh mir aus dem Weg! Die Schritte hier bewusst normal gewählt, nicht das typische Gitter, was man immer so hört in solchen Raumschifffilmen. Ein Solospiel von Dorle Hoffmann. Dr. Edwards! Ich höre Sie! Können Sie die Tür öffnen? Dr. Edwards! Oh, shit, shit, shit! Ich finde hier Dolle Hoffmann sehr überzeugend, wenn man sich vorstellt, dass man zu Hause am Mikro vom Computer oder so oder in der Kabine das alles spielen muss und sich vorstellen muss. Sehr gut gemacht. Selim! Dr. Edwards hat es auch erwischt! Das Licht! Oh. Jan? Der Auftritt von Passi. Passi ist sehr interessant, da konnte ich am Anfang mit der Stimme gar nichts anfangen. Und dann habe ich gemerkt, dass er einer der Stimmen hat, wo man aus zig Sprechern immer wieder erkennt. Und seine Art zu sprechen, ihm ideal für manche Rollenbesetzungen machen. Und ich bin inzwischen ein großer Fan von Passi. Pascal Runge, für die, die mit dem Namen Passi nichts anfangen können. Immer wenn man so einen Draufgänger braucht, ist eigentlich Passi die richtige Besetzung dafür. Ach, komm, wir gehen erst einmal auf die Brücke. Da sind die anderen. Dann sehen wir weiter. So, zurück auf der Brücke. Da ist es wieder etwas ruhiger. Und der Akiyama bleibt hier ganz cool, gesprochen von Marcel Ellerbrock. Ich glaube, in dieser Episode, da hört man so ein bisschen die leichte Erkältung von Marcel Ellerbrock raus. Aber ist ja nicht weiter schlimm. Kann ja auch mal durchaus so sein. Ein Abwehrprogramm einzuschleusen, aber das kann noch dauern. Im Hintergrund hört man, wie versucht wird von Akiyama in die Computerprogramme reinzukommen und immer die Fehlermeldung, dass es nicht funktioniert. Seht ihr euch so an?
Es gab bereits so einen Fall an Bord. Etwa eine Woche, bevor du und Selim an Bord kamt. Unser Kollege Torben Amundsson. Der zeigte die gleichen Symptome. Sehr gut finde ich, dass man die weiblichen Stimmen hier sehr gut unterscheiden kann. Dass hier bald wieder alles läuft. Cornelia und ich werden gehen. Ich nehme das tragbare Intercom mit, damit wir in Verbindung bleiben können. Okay. Ja, jetzt ist das Typische in solchen Horrorgeschichten, dass man immer denkt, warum gehen sie jetzt nicht auf Nummer sicher? Nein, sie gehen eben genau in die Höhle des Löwen, nämlich da, wo die Roboter lauern. Nimm meine Hand! So, jetzt kommt eine Szene, die hätte man sicherlich anders umsetzen können. Aber ist ja immer so eine Sache, wenn die Episoden sehr schnell fertig werden soll, dann hat man da nicht so ganz so viel Zeit, sich damit zu beschäftigen. Amy! Ein bisschen Geballer und dann hört man schon, wie es Amy erwischt und Cornelia Fuchs erstmal davon rennt. Gesperrter Bereich. Bitte weisen Sie sich mit Ihrer ID. Mach die Tür auf! Und hier hört man die Computerstimme, besetzt von Sonja Schreiber. Und das ist eine schöne Anekdote, wo ich zum Frank gesagt habe, warum hat Sonja Schreiber nur diese Computerrolle bekommen? Weil ich bin großer Fan von Sonja Schreiber. Die Sonja, die muss mindestens eine Hauptrolle bekommen in den Zukunftschroniken. Und schon in der darauffolgenden Episode 3 hatte sie dann die Hauptrolle bekommen. So geht das bei Frank. Jetzt das Solospiel von Dorle Hoffmann, was ich perfekt finde. Hut ab an Dorle, die wirklich ein Spiel drauf hat mit ihrer unverkennbaren Stimme, was beim Hörer auch wirklich sehr großes Kopfkino erzeugt. Akiyama? Durch das Spiel von Dorle ist man hier direkt mit drin in der Szenerie und kann richtig mitfühlen. Ich komme raus. Oh, ein Glück, Akiyama. Die Buggys sind total ausgeflippt. Sie. Akiyama, was hast du vor? So, jetzt die angeblich erhoffte Rettung. Aber schon merkt Dr. Fuchs, hier stimmt irgendwas nicht. Jetzt löst sich das Ganze quasi auf. Und jetzt gibt's auf die Fresse. Das sind meine Lieblingsszenen, immer sowas akustisch darzustellen. Und natürlich von beiden Darstellern, Rollensprechern auch gut gemacht. Der Hals wahrscheinlich wieder. Das macht ja Frank ganz gerne. Geht immer in den Hals. Er kriegt den Hals nicht voll, wahrscheinlich. Selbstverteidigungskurs für Frauen, Akiyama. Für Fortgeschrittene. Ja, damit haben sich die Zustände erklärt. Jetzt gibt's noch den Auftritt von Matthias Ubert, Major Hall. Bei Mr. Hinamori handelte es sich um einen verblendeten Friedensaktivisten. Es ist mir ein Rätsel, wie auch nur entfernt in Erwägung für diesen Job gezogen werden konnte. Typische militärische Vertuschung, auch überzeugend gespielt. Ja, und dann soll sie natürlich am Ende mit einem Roboter zurückfliegen. Ein KE-3210 mit Navigationsprogrammierung wird sie sicher zurückbringen. Oder, wie Sie sie nennen, ein Buggy. Und schon rattert der Zuhörer, wie könnte das hier weitergehen? Doch damit endet die Episode, die nach wie vor, wie gesagt, eine meiner Lieblingsepisoden ist. Durch die ganze Atmosphäre, die musikalische Umsetzung, finde ich sehr optimal hier. Irgendwo gab es eine Kritik, dass man die Amateurhaftigkeit der Sprecher anhört. Das finde ich überhaupt nicht. Das ist Blödsinn. Schon gar nicht bei Dorle Hoffmann kann man das überhaupt nicht sagen. Also da wurde entweder nur oberflächlich drüber gehört oder gar nicht richtig. Es ist ja so, im Bereich Amateurhörspiel wird immer gleich davon ausgegangen, dass es nicht so gut sein kann wie die kommerziellen Hörspiele. Aber mittlerweile denke ich, bei den Zukunftschroniken-Cast haben wir so tolle Sprecher mit dabei. Und die Umsetzung, denke ich mal, ist auch relativ bei vielen Episoden gelungen. Aber kann ja jeder seine Meinung kundtun. Und ich finde, dass diese Episode 2 bis auf wenige Ecken und Kanten, und die braucht es ja nun mal im Amateurbereich auch, sehr gelungen ist.
Damit möchte ich mich eigentlich bedanken bei allen Mitmachern, bei allen Hörern und natürlich bei Frank Hammerschmidt, der solche Geschichten einfach mal innerhalb kürzester Zeit sich ausdenken kann. Dieser Mann braucht einfach ein großes Produktionsteam, weil bei dem fließen die Ideen einfach nur so. Finde ich sehr gut und ist natürlich eine große Bereicherung für die freie Szene. So, das war der Audiokommentar zur Folge Hero Dot der Episode 2 aus der Staffel 1. Ich hoffe, dass ihr den Zukunftschroniken treu bleibt und bedanke mich fürs Zuhören. Bis demnächst, der Choki von der Hörspielwerkstatt Bad Hersfeld. Die Zukunftschroniken.